Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute stehen wir vor dem Problem, dass wir hier eine Chatgruppe haben, die bereits mit 3 Personen gefüllt ist und in der auch bereits eine Datei zum Bearbeiten freigegeben ist. Bei der Freigabe dieser Datei ist auch bereits ein Warnhinweis gekommen mit folgendem Text. Jetzt kommt nachträglich zu dieser Chatgruppe noch eine weitere Person hinzu. Die werde ich hier jetzt unter Kontakte hinzufügen, dazu nehmen. Und werde den ganzen Chatverlauf natürlich hier mitteilen, damit die Datei auch für den neuen Teilnehmer sichtbar ist. Klicke auf Hinzufügen. Der neue Teilnehmer wurde hier eingefügt. Allerdings wirkt sich das auf die Rechte oder auf die Freigaberechte dieser Datei nicht aus. Auf diese Datei kann der neue Teilnehmer hier nicht zugreifen. Um dies trotzdem zu ermöglichen, muss man ein paar Schritte in der Dateifreigabe machen und diese möchte ich hier kurz zeigen. Wir wechseln links in den Navigationsbereich auf den Schalter mit den Dateien, klicken hier drauf, wechseln hier in OneDrive und gehen dort in den Ordner mit den Microsoft Teams Chat-Dateien. Hier finden wir die Datei, die ich jetzt hier zum Schluss geteilt habe. Neben der Datei befinden sich 3 Punkte. Wenn ich hier drauf klicke, kann ich die Datei im OneDrive öffnen. Es öffnet sich hier dann der Browser. Ich werde angemeldet und bin in meiner OneDrive-Umgebung. Und jetzt kann ich diese Datei zum Testen hier unter den 3 Punkten den Zugriff verwalten. Es kommt von rechts ein Bereich aufgeklappt und hier sieht man bereits jene Personen, deren Zugriff genehmigt wurde für den Link. Und ich kann hier bei dem Punkt Teilen noch eine weitere Person eben dazu schreiben. Ich kann auch noch sagen, wie die angegebene Person berechtigt ist, ob sie bearbeiten kann oder ob sie beispielsweise hier nur lesen kann. Ich lasse hier die Einstellungen, gebe den Namen ein dieser Person. Bestätige das, kann hier noch eine Nachricht dazu schreiben. Und klicke hier auf Senden. Damit ist der Freigabeschritt auch schon beendet. Ich kann meinen Browser wieder schließen und wieder in den Chat wechseln. Und hier ist jetzt auch diese weitere Person entsprechend berechtigt und kann die Datei bearbeiten. Die neue Person wurde auch mittels E-Mail über diese Freigabe berechtigt und hat dazu eine entsprechende Nachricht bekommen. Das war's für heute. Besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.